Vegetarische Lasagne. Für 4 Personen. Vorbereitungszeit: 20 Minuten. Backzeit: 45 Minuten. 800 Gramm TK Ratatouille. Tomaten, Zwiebeln, Aberginen. Zucchini, Paprika in Knoblauchsoße. 250 Gramm TK senkrechter Strich Ungerspinat. 250 Gramm Ricotta. 100 Gramm geriebener Pecorino oder Parmesan. Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle. 1 Prise Muskat. Grüne Pfeffer. Knoblauchpulver. 1 pck. Passierte Tomaten, 500 Gramm. 1 el Olivenöl. 16 Lasagneblätter, ohne Vorkochen. Außerdem, Alufolie. Das Ratatouille und den Spinat in einem Sieb abgedeckt, am besten über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Spinat, Ricotta und 2 Esslöffel Pecorino vermischen und mit Salz, Pfeffer, Muskat, Cayennepfeffer und Knoblauchpulver herzhaft abschmecken. Das Ratatouille und 2/3 der passierten Tomaten verrühren und mit Salz, Pfeffer und Knoblauch abschmecken. Eine Auflaufform von ca. 15×22 cm mit Olivenöl einfetten, mit etwas passierten Tomaten ausstreichen und mit einer Lage Lasagneblätter auslegen. Die Hälfte der Spinatmaße darauf verteilen und mit einer Schicht Lasagneblätter bedecken. Darauf nun die Hälfte der Ratatouille-Maße geben und wieder mit einer Schicht Lasagneblätter bedecken. Diesen Vorgang wiederholen und mit einer Schicht Lasagneblätter abschließen. Darauf die restlichen passierten Tomaten fair unbekanntes Zeichen streichen. Den Auflauf mit Alufolie abdecken und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Celsius ca. 45 Minuten garen. 10 Minuten vor Ende der Garzeit die Alufolie abnehmen und den restlichen Pecorino darauf verteilen. Fertig backen, herausnehmen, kurz ruhen lassen und servieren. Vegetarischer Nudelauflauf. Für 2 bis 3 Personen. Vorbereitungszeit: 20 Minuten. Backzeit: 25 Minuten. 400 Gramm TK Ratatouille. Tomaten, Zwiebeln, Aberginen. Zucchini, Paprika in Knoblauchsoße. 250 Gramm kurze Macaroni. Salz. 4 Tomaten. Fett für die Form. 125 Gramm Sahne. 250 Gramm geriebener Parmesan. Das Ratatouille am besten über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Die Macaroni in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bis fest garen. In ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Die Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Eine Auflaufform von ca. 20×30 cm einfetten. Die Macaroni mit dem Ratatouille, der Sahne und der Hälfte des Parmesans vermischen und in die Auflaufform geben. Die Tomatenscheiben darauf verteilen und mit dem restlichen Parmesan bestreuen. Den Nudelauflauf im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius ca. 25 Minuten backen. Herausnehmen, kurz ruhen lassen und servieren. Crepes mit Pilzfüllung. Für 4 Personen. Vorbereitungszeit: 45 Minuten. Backzeit: 15 Minuten. 100 Gramm Mehl. 2 Eier. 1 Prise Salz. 225 Milliliter Milch. Butter zum Ausbacken. Füllung. 1 Zwiebel. 2 Knoblauchzehen. 1 Eloi. 350 Gramm Tikaram Champignons. Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle. 1 ELTK Petersilie. Fett für die Form. 50 Gramm geriebener Käse, zum Beispiel Gouda. Alle Zutaten für den Pfannkuchen endlich miteinander glatt verrühren. Den Teig ca. 30 Minuten kalt stellen. Dann eine beschichtete Pfanne mit der Butter ausstreichen und den Teig darin zu 4 bis 6 dünnen Crepes ausbacken. Die Crepes abkühlen lassen. Für die Füllung Zwiebel und Knoblauchzehen abziehen und klein hacken. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch darin anbraten.
die gefrorenen Rahmchampignons zugeben und 10 Minuten dünsten lassen. Mit Salz, Pfeffer und der gefrorenen Petersilie würzen. 2/3 der Füllung auf den Pfannkuchen verteilen, diese zusammenrollen und in eine leicht gefettete Auflaufform legen. Die restliche Füllung über den Crepes verteilen und alles mit dem Käse bestreuen. Die Crepes im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius ca. 15 Minuten überbacken. Herausnehmen und gleich servieren. Tipp: Dazu Salat reichen. Erbsenquiche. Für 2 Personen. Vorbereitungszeit: 25 Minuten Backzeit: 45 Minuten. Je nach Größe 1 bis 2 Platten TK-Blätterteig. Mehl für die Arbeitsfläche. 100 Gramm gekochter Schinken. Fett für die Form. 250 Gramm TK-Erbsen. 2 Eier. 200 Gramm Creme Fracke 1 TL Speisestärke. Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle. 1 MSP. Knoblauchsalz. 100 Gramm geriebener Hartkäse. Den Blätterteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche auftauen lassen. Dann dünn ausrollen. Inzwischen den Schinken in dünne Streifen schneiden. Eine Auflauf- oder Quicheform von ca. 15 x 18 cm Größe einfetten. Den Blätterteig in die Auflaufform einlegen. Dabei einen Rand hochziehen. Die gefrorenen Erbsen und die Schinkenstreifen auf dem Teigboden verteilen. Eier, Creme Fratke, Speisestärke und Gewürze mit einem Schneebesen verquirlen und über das Gemüse gießen. Die Quiche im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius ca. 30 Minuten backen. Danach mit dem Käse bestreuen und in weiteren 15 Minuten fertig backen. Herausnehmen und gleich servieren.